Radio, Radio, Grenzwelle. Grüß euch, liebe Zuhörer auf Radio Grenzwelle. Mein Name ist Christian Delellis. Ich bin ein waschechter Südburgenländer. Mein Vater ist aber Süditaliener und deswegen habe ich ja diesen sehr, sehr löblichen Nachnamen Delellis, der wie ein Künstlername anmutet, ist aber tatsächlich mein reeller Name. Und weil ich Künstler bin, darf ich mich auf Radio Grenzwelle in der Sendung In Focus bei euch vorstellen. Das freut mich natürlich sehr. Dank dem Tom ist mir diese Möglichkeit geschaffen worden. Und ich möchte mich jetzt bei euch gleich einmal mit meinem ersten Lied Blind sein vorstellen. Viel Spaß! Es ist zu sehen, zu hören und zu verstehen. Dass wir alle mal vergehen, möchte zahn den Sinn vom Sterben, vom Schwimmen, vom Streben. Aha. Leichtes Schwimmen sollte scheinen, sonst liegt es mehr. Sie ist schick, plakativ, modelhaft. Gefangen im Schönheitsschacht. Spiegeln, spiegeln an der Wand. Siehst mich du nicht, siehst du mich denn nicht? Leichtes Schwimmen sollte scheinen, sonst fliegt das Meer hin und her. Manchmal möchte ich blind sein. Leichte
schwimmen, Torte scheinen, soft liegt das Meer, hin und her. Manchmal möchte ich blind sein, um das Elend nicht zu sehen. So, das war mein erstes Lied aus dem Album La Dolce Vita, Blind sein. Und ich möchte euch jetzt gleich mal ein bisschen was von mir erzählen, wie das Projekt Christian Delellis eigentlich ausschaut. Also ich da stemme alles selber. Ich habe mir irgendwann einmal 2001, so wie angefangen zum Liederschreiben, habe ich mir gedacht, das Covermusizieren, das ist mir nicht genug. Also ich bin eigentlich Covermucker, also ich habe mit Boss angefangen in der Schulband, dann bin ich zu diversen Tanzbands gekommen und dann war ich bei einer mehr oder weniger erfolgreichen Coverband, die Kicks geheißen hat. Wir haben im Südburgenland ganz, ganz viel gespielt, also so 50 Mal im Jahr ungefähr, haben ziemlich viel Geld verdient und waren dauernd halt unterwegs und haben super Unterhaltungen gespielt mit so zwischen 500 und 1500 Leuten, also die waren wirklich viel Leute immer mit geiler Anlage und so. Und da habe ich das Mucken gelernt, das war mir aber dann irgendwann nicht mehr genug und dann habe ich 2001 angefangen, Lieder zu schreiben. Und 2010 habe ich dann begonnen, diese Lieder dann professionell zu produzieren. Dann habe ich ein erstes Album geschrieben, das habe ich jetzt wieder vom Markt genommen, weil es Hochdeutsch ist und ich will aber eigentlich als Mundartkünstler identifiziert werden. Und dann habe ich bis zum Jahr 2019 quasi La Dolce Vita erschaffen. Das ist mein erstes wirkliches Album, was rausgekommen ist. In Mundart und da sind 11 Lieder drauf und eins habt ihr schon gehört davon und jetzt gibt's gleich das zweite, nämlich Babe. Viel Spaß! Du kommst und brichst das Tabu, brichst das pausenloste Soundo, setz dich hinweg über die Regel, du bist so unschuldig und bist das doch nicht. Ständig verwandeln, der schmaler Weg scheint so offenbar und so klar, drehst dich ständig, mal spinnen, mal fliehen, mehr Jungfrau, du raubst mir die Sinne doch. Wenn du mich zärtlich zu dir ziehst, mach es mal, bin gut aufgehoben im Spinnennetz. Ich kann und will nicht entkommen, will, dass mir die klebrigen Fäden die Luft wegpressen, lahm die Zug. Komm einfach her, komm her zu mir, Start und Gewinn mit mir zugleich. Was kümmert uns, ob wir alt werden, denn für uns da scheint es grölle Licht. Schlecht.
Ja, das war jetzt das Lied Babe. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Da geht's irgendwie, das ist irgendwie eine Hommage an meine damalige Freundin gewesen, irgendwie. Also auch wenn man durch den Wind ist oder was weiß ich, der Alltag an irgendwie vielleicht ein bisschen niederdruckt, da ist immer wieder eine Person da, die wie eine Fackel im Sturm oder was weiß ich, einfach immer da ist und an immer Kraft gibt und dann immer aufbaut. Also das ist quasi die Person, die man halt liebt. Und das war für mich damals diese Freundin und da habe ich dieses Lied geschrieben. Überhaupt, also hab halt ich viele Lieder geschrieben, entweder wenn's mich geschmerzt hat, die Liebe, oder auch wenn es mich erfüllt hat. Also es waren beide Triebfedern da immer dafür verantwortlich, dass ich Lieder geschrieben habe. Und Babys hat eben auch Positives, was mir sehr, sehr taugt. Da habe ich unter anderem auch ein sehr skurriles Video draht mit einer Vampirin, die ich wieder vom Netz genommen habe, weil es mir irgendwie nicht taugt hat. Aber ja, da gibt es auch ein Musikvideo dazu. Und das nächste Lied, was ich euch jetzt vorstellen will, heißt Dieses Leben. Dann dazu höre ich wieder ein bisschen mehr über mich noch, über meine weitere Geschichte. Aber jetzt gibt's einmal Dieses Leben. Da gibt's ein sehr geiles Video dazu. Dazu erzähle ich auch dann ein bisschen was drüber. Aber hört es euch einmal an. Dieses Leben. Viel Spaß! Jetzt ist es vorbei.
genug. Wir leben unser Leben und geben und vergeben. Es ist nun mal das Leben, davon krieg ich nie genug. Wir leben unser Leben im Kummern und im Geben. Wir leben dieses Leben, es ist niemals genug. Wir leben unser Leben und geben und vergeben. Es ist nun mal das Leben, davon krieg ich nie genug. Ja, das war Dieses Leben. Das ist quasi die Hitsingle aus meinem Album. Also da habe ich echt die meisten Klicks und auch die meisten Streams für dieses Lied. Und ja, zum Lied einmal. Da haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen, weil der Vinzenz, der Herr Magister Neveklar, das ist mein Videoproduzent von den ersten vier Musikvideos, Der hat mit mir dieses Video gedreht und für dieses Video haben wir die Idee gehabt, da quasi meinen Lebensweg zu beschreiben. Also ich gehe da einen Weg, also in dem speziellen Fall wirklich von meinem Elternhaus bis zum Fuß des Berges, wo das Elternhaus steht. Also nicht ganz, es geht noch ein bisschen weiter runter, aber wir sind da diese Straße entlang gegangen und da haben wir gesagt, da stellen wir so diese Lebensstationen auf diesem Weg vor. Und das Besondere an dem Video ist, dass es ein One-Shot ist, eine Plansequenz. Also für jene, die es nicht wissen, was das ist, ein One-Shot ist quasi in einem durchgefilmt ohne Schnitt. Also das heißt, es muss alles passen, du kannst dann nichts mehr verändern. Jede Aufnahme, jede Version ist für sich einzigartig. Also du kannst dann nicht aus anderen Versionen zusammenmischen, sondern musst einfach dann das nehmen, was da ist. Und dann haben wir, glaube ich, Take 12 ausgesucht, das war der beste, da hat auch die Summe passt. Und mein Videoproduzent ist, glaube ich, mindestens 30 Mal rückwärts den Hang runtergegangen, hat dann einen ziemlichen Muskelkater gehabt am nächsten Tag. Genau. Freitag haben wir es geprobt, Samstag haben wir es aufgenommen, Freitag haben wir die Szenen entworfen, die da mit da haben, die haben das wirklich ganz, ganz toll gemacht. Gratulation im Nachhinein nochmal an diejenigen, die da mitgemacht haben und mitgeholfen haben. Es ist wirklich, wirklich super geworden. Ich bin noch immer mega stolz auf das Video. Herzlichst großen Dank eben an den Vinzenz, an meine Eltern, meine Familie und auch an den MSDC, diesen Musical and Stage Dance Company Verein aus Binkerfeld, die super Musical-Sänger und auch Tänzer ausbilden. Ja, die waren da alle dabei und noch viel mehr, ganz viele Freien, vielen, vielen Dank. Wir haben super zwei Tage gehabt mit super Verpflegung. Und ja, als nächstes Lied, würde ich sagen, gibt's auch wieder eins, wo ich eine gute Geschichte dazu erzählen kann. Und das heißt Garten Eden. Viel Spaß! Das Paradies ist lang, lang her. Ruhe am siebten Tag gibt's keine mehr. Geprägt von meinem Biss, der Geschmack noch bitter süß. Der gestresste Blick verrot Routine. Zum bösen Spiel trotzt du gut gelaunte Miene. Zuletzt den Schweiß gewiss in deinem Angesicht. Jeden Abend, da warst du in mein Schoß und fließt bitterlich. Ich bitte dich und ich sag nichts, denn ich kann es. Hab dir vertraut und dir das Paradies geben. Du hast versaut und schau, wo du bleibst mit deinem Garten Eden. Den Garten nehmen. Zum Thron vom Kreuz zu jung verdammt. Hast du die Glatt auf dem Weg zum Berg verrannt? Erlöst bist du noch lang, lang nicht. Musst dir sagen, wie alt du bist. Jeden Abend, da warst du in mein Schoß. Bitte dich und ich sag nichts, denn ich kann.
Das war jetzt Garten Eden, ein Single aus meinem Album La Dolce Vita. Deswegen ein Single, weil ich Garten Eden auch ausgekoppelt habe als Extra-Single. Und da habe ich auch ein Video dazu gemacht und vielleicht habt ihr schon davon gelesen. Also das ist ein bisschen ein polarisierendes Ding geworden, weil ich habe mich da nämlich als Drag Queen stylen lassen für das Video. Das hat aber einen Hintergrund. Also zum einen als Drag Queen, weil ich die Idee gehabt habe, in dem Lied geht es ja um Adam und Eva oder um den Menschen und die Kommunikation mit Gott und dass der Mensch oft viel zu viel will und eigentlich eh schon alles gekriegt hat und da redet halt in der Strophen der Mensch mit Gott und im Refrain sagt Gott halt zum Menschen, ja, halt die Pappen, du hast eh schon alles gekriegt. Und ich habe mir gedacht, in der Strophen stelle ich den Menschen als eine Person dar, als Drag Queen, weil ja Drag Queen ja auch eine Person ist, die eigentlich das andere Geschlecht ist, aber das andere darstellt. Also diese Vermischung ist mir irgendwie gelegen gekommen und deswegen gelegen gekommen, weil ich mich als Drag Queen schminken habe lassen von einer Freundin anlässlich ihrer Make-up-Artist-Prüfung. Und ein anderer Freund hat mir gesagt, ich soll mit diesem Outfit doch ein Video machen. Und dann hat sich das weitergesponnen und ist quasi dieses Lied dann passend erschienen. Und dann haben wir eben das so gemacht. Und ja, hat dann auch ein bisschen polarisiert, weil viele das ungewohnt waren, mich in dieser Rolle zu sehen. Vor allem meine Eltern auch natürlich. Aber wenn man dann das Ganze hinterfragt und sie anschaut, dann ist das leicht erklärt. Und ja, also ich finde, es ist ein cooles Musikvideo geworden. Schaut es euch auf YouTube an. Mein Channel ist unter Christian Delellis Music and More. Da kann man sich meine ganzen Musikvideos anschauen. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, mir vielleicht da folgt und das andere eine oder andere Like abgebt, beziehungsweise auch kommentiert. Das wäre echt, echt super. Davon leben wir Künstler nämlich auch unter anderem, dass ihr euch unsere Lieder im Internet anschaut, auch kommentiert und uns folgt, weil das schaut nach außen hin dann gut aus und auf das hinauf dann buchen uns dann Leute für ihre Shows, für ihre Konzerte und was auch immer. Das heißt also, ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt. Und da sind wir jetzt schon beim nächsten Lied, nämlich Geschenke. Das war jetzt meine erste Single-Auskoppelung gewesen. Die ist vor dem Album gekommen eben. Mein erstes Video ist super gelungen, finde ich. Und dazu höre ich dann nach dem Lied auch dann noch eine Geschichte. Also viel Spaß mit Geschenke. Weiß nicht, was du denkst, was dir heimlich gut gefällt. Wünsche, die du mir nie sagst, weil du die deswegen schämst. Ich weiß nur eins genau, du bist die eine Frau, der ich alles möglich mach. Geschenke, die du magst, Geschenke, die du magst, Dinge, die dir wichtig sind. Geschenke, die du magst, Geschenke, die du magst, Sachen, die dich freuen. Geschenke, die du wir Menschen sind es wert, uns zu fragen, wer wir sind, ob das alles richtig ist, was wir sehen und was nicht. Denn bald schon kommt der Tag, den ich so gern mag, und der Welt so gut gefällt. Musik.
Geschenke, die ich mach, Geschenke, die ich mach, Sachen, die mir wichtig sind. Geschenke, die ich mach, Geschenke, die ich mach, Sachen, die erfreuen. Geschenke, die ich mach, was uns heilig ist, was auch jedes Kind. Liebe und Familie und ein bisschen Glück reicht doch aus für alle Zeit. Geschenke, die du magst, Geschenke, die du magst, Dinge, die dir wichtig sind. Geschenke, die du magst, Geschenke, die du magst, Sachen, die dir gefallen. Geschenke, die ich mag, Geschenke, die ich mag, Sachen, die mir wichtig sind. Geschenke, die du magst, Geschenke, die du magst, Sachen, die dir gefallen. Geschenke, die du magst, Geschenke, die du magst. Ich bin wahrscheinlich jetzt in einer ganz anderen Tour. Ich habe es jetzt noch nicht gehört, natürlich. Geschenke. Da gibt's ein cooles Musikvideo, das habe ich gerade mit der Eva Schindele. Das ist eine Allgäuerin, eine gute Freundin von mir, langjährig schon. Sehr begabte Schauspielerin, die ist jetzt in Duisburg am Theater tätig. Und mit der habe ich das Draht. Da hat auch wieder der Vinzenz die Idee gehabt, eben, dass wir das darstellen. Schaut sich das Musikvideo an, ist auch wirklich total empfehlenswert. Das haben wir gerade in meiner Wohnung damals, im 9. Bezirk, in der Glasergasse und im Haus vom Vinzenz, wo ich dann quasi seine Küche haben wir da umfunktioniert zu einer ziemlich schäbigen Küche, weil ich ja einer bin, der in dem Lied irgendwie darstellt, dass er viel Geld hat und seiner Frau oder Freundin ständig Geschenke macht, weil er sich halt leisten kann. Eigentlich bin ich aber total armer Schlucker. Ja, und das kommt in dem Lied auch aus, dass es eigentlich nicht darum geht, dass man viel Geld hat und so, sondern einfach das Herz zählt und die Geschenke zwar schön sein, aber im Vordergrund steht, dass wir Menschen uns wichtig sein. Und das ist, finde ich, eine super, super Botschaft von dem Liedl. Ja, dass jetzt nicht wieder zu viel Quatsch gibt, gleich das nächste Lied, und zwar, das heißt Lochen und Warner, ist auch eine ganz, ganz eine tolle Geschichte, eben, dass eben beides wichtig ist, mit einem Menschen zu genießen, nicht nur die Sonnenseiten, sondern auch die Schattenseiten, dass man sowohl lochen als auch warnen kann mit einem Menschen, und wenn man das zusammenbringt, dann hat man, finde ich mal, ja, irgendwie einiges geschaffen. Viel Spaß mit Lochen und Warner. Den ganzen Tag stapeln sie aufeinander zu einem Turm, der unwirklich erscheint. Pläne, Wünsche, Träume in Kartons verpackt, nummeriert zur Unendlichkeit. Unbeschreibliches Verlangen nach Berührung, gesteigert. Letztlich enden und nicht aufhören wollen, nicht aufhören wollen in Zweisamkeit. Bonnie und die denken was, den Augenblick vor mir sehe ich bis zum Schluss, die Sehnsucht verspüre aus. Lachen und zu
die Entscheidung fällt schwer. Du bist ein Rätsel für mich, doch ich weiß, ich wohn nur dich. Aus einem Zug zu springen, der vorwärts fährt, die Notbremsen zu ziehen. Wenn die Lösung auf der Hand liegt, auf der Hand liegt, hat sie keinen Sinn. Wenn ich an die denken muss, den Augenblick vor mir sehe, bis zum Schluss die Sehnsucht verspüre, wann's ruhig ist mit dir lachen. Unbeschreibliches Verlangen nach Berührung, gesteigert durch Zeit. Letztlich enden und nicht aufhören wollen, nicht aufhören wollen in Zweisamkeit. Wenn ich an die denke, sich bis zum Schluss die Sehnsucht verspüre, was ruhig ist mit dir lachen und zu warnen. Wenn ich an die denken muss, den Augenblick vor mir sehe, die Sehnsucht verspüre, was und zu warnen, mit dir lachen und zu warnen, mit dir lachen und zu warnen. Lachen und Warner, das ist wichtig, wichtig für Menschen. Lachen und Warner. Gehört beides dazu, wie Hochs und Tiefs, also wie die Sinuswelle in der Musik. Da gibt's auch Hochs und Tiefs. Aber eine andere Sache, was mir jetzt ein Anliegen ist, ich möchte euch die Beteiligten vom Album La Dolce Vita vorstellen. Ganz, ganz vorn und voran steht mein ganz, ganz lieber Freund Hartmut Pfannmüller. Das ist mein Co-Produzent. Mit dem habe ich einfach alles durchgezogen, vom Anfang bis zum Schluss. Er ist mit mir hauptverantwortlich, dass dieses Baby auf der Welt gibt. Er macht die Mixes, er schaut, dass die Arrangements gescheit sind. Er führt mit mir dann alles zusammen. Und genau. Und weiters sind natürlich auch mega wichtig die Musiker dahinter. Da gibt's zum einen den Aaron Thier, der spielt Schlagzeug, war jetzt auch lang bei der ERV Hauptschlagzeuger. Dann gibt's die Gitarristen, den Andreas Fürstner und den Dirk Schlag. An den Keyboards habe ich gehabt den Patrick Langer, den Kreimer Franz, den Alexander Meister und den Herbie Kopiter. Das sind meine Keyboarder. Die haben unterschiedliche Keyboards gespielt auf den jeweiligen Liedern. Ganz schön groß, ne, die Besetzung. Es geht aber noch weiter. Bass habe ich selber gespielt. Die Mundharmonika auf Babe hat die Isabella Krapf gespielt. Dann gibt's da noch die Percussions, die hat der Hartmut Pfannmüller gespielt. Die Rap-Vocals auf Sonne, Mond und Sterne hat der Marco Plaschetta gemacht, das wird's dann nachher in das Lied. Saxophon auf Blindsein hat die Viola Falb gespielt. Und die Chöre haben gesungen die Elisabeth Gamma auf Leitner, die Clara Montocchio und die Theresa Sattke. Also die waren da alle dabei, die haben da alle mitgespielt und mitgewirkt.
Und dann gibt's natürlich auch Leute, die weiteres gemacht haben, nämlich aufgenommen. Das haben der Thomas Eitel und der Georg Schwei gemacht im Pink Noise Tonstudio. Und der Uli Pfannmüller in Hattl, sein Bruder, bei ihm im Tonabstudio. Der hat noch einmal Gesang mit mir aufgenommen. Dann gibt's noch die Bearbeitung. Das hat der Hartmut Pfannmüller mit seiner Frau Andrea Pfannmüller-Veit gemacht. Bei die Vocals, weil ich so schief singe, muss man natürlich einiges korrigieren. Dann gibt's noch das Mastering, auch ein sehr, sehr wichtiger Posten. Das ist dann quasi das Finale, wenn dann schon alles fertig ist. Das hat der Horstl Pfaffelmeier und der Sebastian Porstner im Gold Chamber gemacht. Das Cover hat gezeichnet die Isabel Seilern-Moy und die Grafik hat dann umgesetzt für die CD die Martina Fuchs. Fotos sind vom Vinzenz und vom Daniel Schaller. Und die Pressearbeit hat die Barbara Schöber von der Hornzl Agentur gemacht. Homepage macht der Thomas Stermole und mein Vertrieb ist der Hornzl. Genau, das waren jetzt alle Beteiligten. Ich hoffe, ich habe niemand vergessen. Ein riesiges Danke an alle. Und ich möchte euch gleich das nächste Lied widmen. Das wäre dann mein Zuhause. Ihr alle seid mein Zuhause und ich hoffe, ich bin auch eins. Viel Spaß. Stöhn und Sterndal glauen, Träume sehen, Luftschlösser bauen, in unserem Haus unter diesem Dach. Kleine Blumen werden groß, komm zu mir, ich sag da was, ich nimm deine Hand, wenn du frierst. Kanten, Ecken, Eis und Stau, Tränen, Hoffnung, kalt und grau. Tränen, Hoffnung, kalt und grau. Du, du, nur du, wo bin ich daheim? Wo geht mein Herz ein und aus? Du, du, nur du, wo bin ich daheim? Wo geht mein Herz ein und aus? In dieser Welt zur Tür, regiert die Macht, nicht unter dir, verblasstes Wort wie Schall und Rauch. Warme Luft erfüllt den Raum, nur ein Blick in deine Augen reicht mir schon zu vertrauen. Kanten, Ecken, Eis und Stau, Tränen, Hoffnung, kalt und grau.
Mein Zuhause, was für eine tolle Message. Also jemand anderen sein Zuhause zu sein, also das ist ja wirklich das Beste, was einem überhaupt passieren kann, oder? Wenn man das einmal zusammenbringt, so viel von sich herzugeben, dass für den anderen das sowas Wertvolles wie ein Zuhause zu sein, das ist wirklich, also mir ist das passiert, ich hab das, es ist halt dann der Mietvertrag gekündigt worden scheinbar, aber eine Zeit lang war es halt so und da war es wirklich ganz, ganz super. Was aber nicht heißt, also, dass man das dann nicht wiedererleben kann, ich habe das dann auch viele Male wiedererlebt, also so eine Art Zuhause und das ist halt das maximal Erstrebenswerte, was ich finde. Ja, und wenn man jemanden nicht mehr mag, dann möchte man am liebsten zum Mond schießen. Und so heißt auch mein nächstes Lied, Mond. Da geht es aber nicht darum, dass ich jemanden auf den Mond schießen will, sondern ich bin in einer Stadt gewesen. Damals das Techniker für eine Musical Company und da waren wir in Schweinfurt und da ist tatsächlich der Mond so schön über diesem Fluss gehangen. Weiß aber nicht, wie der heißt in Schweinfurt, der Fluss. Vielleicht ist es sogar die Donau. Und das war so eine wunderschöne Szene. Das habe ich dann in einen Text gefasst und das Lied Der Mond ist daraus entstanden. Langsam hinterm Berg lugst hervor wie ein Troll.
So, das war der Mond. Auch ein geiles Liedl, wie ich finde. Coole Gitarren, cooles Gitarren-Riff. Ja, wie kommt's eigentlich zu dem, dass man ein Album aufnimmt, beziehungsweise ein Album produziert? Also, ein Freund von mir, der Georg Schwey, hat damals gesagt, dass er, wie ein bisschen ratlos war, schon lange herumproduziert. Du musst einfach ein Geld in die Hand nehmen, Leute engagieren und dann einfach das durchziehen, ins Studio gehen und das durchziehen. Das habe ich dann auch gemacht. Also das erste Album hat wirklich sehr, sehr viel Geld gekostet. Beim zweiten war ich dann schon sehr viel fokussierter und jetzt bin ich noch viel mehr fokussierter als schon vorher. Und es ist halt einfach wirklich so. Als Musiker ist man ein Stück weit Unternehmer und ein Wirtschafter und verantwortlich für das Produkt, also quasi die Lieder und seine Leute. Das heißt also, in meinem Fall, man sucht sich halt die Leute, mit denen man gern zusammenarbeiten will, die man gut leiden kann, die man auch musikalisch bewundert und glaubt, dass die das gut umsetzen können, was man da selber vorhat. Und dann geht man mit denen in ein professionelles Studio oder in ein, was weiß ich, wo man halt dann irgendwie aufnehmen kann, wenn man eine gute Gelegenheit hat, wenn man einen Freund hat, der das gratis macht, auch super. Es sollte irgendwie gut klingen, da sollte man schon was verstehen davon. Dann nimmt man das alles auf und prakt das quasi ein, wie wir Musiker sagen. Ja, und so entsteht dann quasi eins ums andere. Da hat man mal Basic-Spuren, dann geht's weiter mit Overdub-Spuren. Also die Basic-Spuren sind die ersten Spuren, die man mit Band einspielt. Also es gibt auch andere Produktionsweisen, auf die möchte ich jetzt nicht eingehen. Ich sage jetzt mal, wie ich es bei La Dolce Vita gemacht hab. Da nimmt man mit der ganzen Band auf, dann werden Spuren overgedubbt. Das heißt, es werden Spuren weggenommen, die man vielleicht nicht so gut gespielt hat. Und da spielt man dann drüber oder man spielt zusätzlich was drauf. Das geht natürlich auch. Dann editiert man das einmal alles grob oder fein auch. Dann nimmt man Chöre auf und was weiß ich oder den Gesang. Also so nach und nach, bis man halt alles beieinander hat. Dann editiert man das alles, damit das ja alles wirklich passt und am Punkt ist. Man sucht die besten Sachen aus. Und dann mischt man das. Also das hat in dem Fall dann halt der Hartl gemacht alles. Also das Aussuchen und das Mischen. Und genau, und wenn man es dann gemischt hat, dann tut man es mastern. Und für das hat man halt alles seine Leute und seine Vertrauten. Also ich habe mir halt, was weiß ich, das Gold Chamber habe ich mir ausgesucht, das Pink Noise habe ich mir ausgesucht. Ich habe die alle auch ganz normal bezahlt, die haben ein gutes Geld dafür gekriegt. Ich habe eine super Leistung dafür gekriegt. Und so ist halt eins ums andere gegangen. Da habe ich dann auch noch die Produzentenfirma gehabt, die dann die Platten dann gepresst hat. Das ist der Herr Bernhard Rath mit seiner Firma, die mir jetzt entfallen ist, aus Graz. Die habe ich dann engagiert, dass man die CD dann noch herstellt. Alles viele liebe Leute, denen ich komplett vertraue. Und das ist, finde ich, auch total wichtig, weil wenn man jetzt Musik schreibt und Musik macht, dann hat man ja was sehr Wertvolles eigentlich für sich selber gemacht. Oder man hat seine Emotionen ausgekaut oder seine Gefühle oder eine politische Message oder was auch immer. Und das verbockt man dann in ein Lied. Und das muss dann halt auch so sein, dass alles wertvoll ist vom Anfang bis zum Schluss und dass das Leute sein, denen man komplett vertraut. Und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Zugang, wenn man Musik schafft, weil dann kommt letzten Endes was raus, was einem dann auch sehr wertvoll ist und das dann auch vielleicht Leute wertvoll ist. Und das ist der beste Grundstein oder die beste Basis zum Erfolg. Genau. Und da geht's halt dann einmal durch Sonne, Mond und Sterne und so heißt ein Lied von mir, Sonne, Mond und Sterne, und das möchte ich jetzt euch widmen, liebe Zuhörer. Ihr sollt mit mir Sonne, Mond und Sterne erleben. Viel Spaß. Hast dich mal gefragt, was wäre, wenn's kein Fernsehen gäbe? Kein Beispiel wäre für Liebe, Hass, Wut oder Elend. Wenn kein Telefon, kein Radio verwirren würde. Alles egal und möglich, in jede Richtung. Wir träumen nicht vergeblich wären. Träumen. Durch Sonne, Mond und Sterne. Vergeht immer mehr, nähert sich der Stillstand.
Es verfließt jede Regung, jede Ekstase. Wollen um Sehnsucht bestimmen deine Erde. Über unseren Köpfen verschwimmt der Horizont. Leben nicht vergeblich wäre. Appicciato in fuggi stanno munne programmate, ma io non ci voglio stai. Questo tipo deformato che ti serve a te. E una bella guagliona e o telecomanda resto sulla poltrona. Uè! Träume nicht vergeblich wären. Sonne, Mond und Sterne, ein viel, viel geiler Song, finde ich. Und zum Schluss geht's einmal noch so richtig ab. Da hat der Dirk Schlag ein mega, mega Gitarrensolo hingelegt. Und natürlich auch der Marco Plaschetta mit seinem Rap-Tal hat da richtig, richtig einmal einen Pfeffer reingebracht. Und mir hat das viel taugt. Also, ja, Marco und Dirk, ich bin ein großer Bewunderer von euch. Und auch von alle anderen natürlich. Die Clara Montocchio hat da einen geilen Chor für mich, also, und mit mir noch gemacht. Sole Luna, Sole Luna, Sole Luna, Sole Luna ist, Sole ist die Sonne und Luna ist der Mond. Auf Italienisch haben wir das reingehauen, weil die Montocchio ist ja italienischer Abstammung, was ihr ein wunderbarer Name verrät. Und ja, so haben wir das gemacht. An dieser Stelle möchte ich Ihnen Marco Plaschetta gratulieren. Mit seiner Lisi haben sie das erste Kind gekriegt, den Leo. Und der Leo ist jetzt quasi ein frischer Erdenbürger, beziehungsweise frisch angekommen in diesem Universum. Und das ist jetzt auch gleich mein nächstes Liedl, das ich ganz speziell dem Leo widme. Universum, Leo, ganz, ganz speziell für dich. Der Moment zwischen uns wie ein ständiger Film, der sich immer wiederholt. Du kommst an mir vorbei, so jung und ungestüm. Dein
verzaubert und deine Aura mich verhext. Wenn du lachst, geht die Sonne auf. Wenn du mit mir sprichst, bleibt die Welt für mich stehen. Wenn dein Blick mich trifft, dann wird alles glasklar. Spür und lasst die Kugeln rollen. Wir tun so, es gab's kein Morgen und vergessen Raum und Zeit. Wenn du lachst, geht die Sonne auf. Wenn du mit mir sprichst, bleibt die Welt für mich stehen. Wenn der Blick mich trifft, dann wird alles ganz klar. Wenn deine Hand mich berührt, erleicht dich wie ein Stern im Universum. Du Engel, was für ein Glück. Damals vor mir, wir waren so unheimlich jung und wussten nicht, was passiert, aber jetzt ist es zu spät. Wenn du lachst, geht die Sonne auf. Wenn du mit mir sprichst, bleibt die Welt für mich stehen. Wenn dein Blick trifft, dann wird alles ganz klar. Deine Hand mich berührt, erleicht dich wie ein Stern. Wenn du lachst, geht die Sonne auf. Wenn du mit mir sprichst, bleibt die Welt für mich stehen. Wenn dein Blick mich trifft, dann wird Es war Universum, lieber Leo. Herzlich willkommen auf diesem Planeten. Ich komme jetzt schon zu meinem letzten Lied. Leider, leider werden sich einige denken. Einige werden sich vielleicht denken, na Gott sei Dank. Ja, mein letztes Lied heißt November, ist nicht auf der Platte von Dolce Vita drauf. Ich habe das Lied geschrieben zu einem sehr, sehr traurigen Anlass, nämlich da ist der Bruder von einer sehr, sehr guten Freundin und von sehr guten Freunden insgesamt, also befreundete Familie, gestorben. Der Nikodemus, der war gemeinsam mit anderen, war der in Kaprun dabei bei diesem Unglück, wo diese Gondel oder was dieser Zug da quasi in Brand gekommen ist. Ja, der ist da leider gestorben und ich habe das Lied damals geschrieben anlässlich dieses Anlasses und habe es aber jetzt erst 2020
ausgebracht. Das Lied heißt November und da geht es eben um diesen Verlust seines Kindes. Und ja, hört es euch an und nach dem Lied werde ich noch ein bisschen was erzählen, wie es 2021 mit mir weitergeht. Aber jetzt einmal zu November. Ich bin für das bereit, was auf mich morgen wart. Und erfüll mein Herz mit Stolz und Würde. Wenn die Nacht anbricht, alles still wird und stumm, kann ich der Stimme hören, wie sie ruft nach mir, ganz zärtlich und warm, flüstert sie in mein Ohr, Mama, was wird jetzt sein, ohne die da oben. Heut ist der Tag, wo mir mein Herz bricht. Es tut weh, wie tausend Nadelstich. Es tut mir leid, ich kann nix mehr tun für dich. Schön, dass du da gewesen bist. Geh mal aus dem Weg und versuch zu erklären, was da schuld dran war, ich will dich zurück. Ich spür dich noch in meinem Arm und ich halt dich fest, doch es klingt mir nicht. Du rutschst mir aus die Finger. Und jetzt bist du weg, hast mich nicht einmal gefragt, sag, was soll ich jetzt werden, ohne dich jetzt da. Heut ist der Tag, wo mir mein Herz bricht. Es tut weh, wie tausend Nadelstich. Es tut mir leid, ich kann nix mehr tun für dich. Schön, dass du da gewesen bist. Ich wünsche mir, du kommst zurück zu mir. Heut ist der Tag, wo mir mein Herz bricht. Es tut weh, wie tausend Nadelstich. Es tut mir leid, kann nix mehr tun für dich. Du musst fort, oh, bitte wart auf mich. Der große Tag ist wohl ganz feierlich, so wie's gehört, mit allem prächtig. Sag ich lebe wohl, mein Kind, ich hab dich lieb. Schön, dass du da gewesen bist. Thank you.
Ich hoffe, es seid jetzt nicht zu so traurig. Also es gibt ja immer wieder was Positives auch. Wenn irgendwas aufhört, fängt was anderes an, wie man jetzt beim Leo wieder gesehen hat. Ja, das war mein letztes Lied, November. Ich möchte euch jetzt noch ganz kurz erzählen, was ich 2021 vorhab. Es wird ein Duett rauskommen mit der Fausta. Es ist eine italienische Sängerin, die in Österreich lebt, in Pinkelfeld, dort wo ich her bin. Da wird es ein Duett geben und das heißt Tu Sei Mia. Das wäre im Juni rausbringen voraussichtlich. Dann gibt es eine Kooperation mit dem Andy Liu. Das Lied heißt Mensch ist Mensch. Das haben wir anlässlich der Einweihung und der Erschaffung eines NS-Opfer-Denkmals in Pinkelfeld komponiert und getextet. Das wird produziert und wird auch heuer rauskommen, sofern wir das alles schaffen. Und dann habe ich noch vor, ein Lied über meine Tochter zu veröffentlichen. Da geht es um das Getrenntsein über weite Entfernung. Die Kindesmutter und die sind nicht mehr zusammen. Meine Tochter lebt eben bei ihr in Günzburg, dann irgendwann in Sandhofen. Und das ist halt eine weite Strecke und wir sehen uns immer nur so wochenweise, also immer in die Ferien, in die Sommerferien halt dann 3 Wochen. Und zwischendurch sind halt dann so Zeiträume, wo man dann ewig lang sie nicht sieht und der Mensch geht, also das liebste Geschöpf, sag ich, geht dann halt dann irrsinnig ab und das schmerzt, wenn man dann zu sehr daran denkt. Aber es gibt ja das Positive, also der Mensch ist eigentlich eh immer präsent, nur wenn er halt so weit weg ist und wenn man sie länger sieht, dann kommt halt dieser Trennungsschmerz. In diesem Lied verarbeite ich ein bisschen diese häusliche Trennung zwischen meiner Tochter und mir, was aber nicht heißt, dass ich ständig traurig bin, sondern ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich eine gesunde, liebe Tochter habe und bin sehr glücklich, dass sie ja gut geht bei ihrer Mutter und will allen Mut zusprechen, die vielleicht von ihrem Kind getrennt sein. Man tragt diese Liebe ganz, ganz tief im Herz, das kann keiner wegnehmen. Und wenn es irgendwie Probleme gibt, durchhalten, dran glauben, dass alles gut wird, dann stellt sich das ja irgendwann ein. Liebe kennt nämlich keine Grenzen. Liebe transportiert sie über alle Wege, da muss man sie nicht sehen und sie nicht hören, sondern es ist einfach präsent und kommt an. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen weiteren Tag, einen schönen weiteren Abend vielleicht. Macht es gut, bleibt gesund in dieser schwierigen Zeit. Glaubt ans Gute, glaubt an die Liebe und dann wird alles gut, schätze ich einmal. Viel Spaß bei allem. Danke nochmal an Radio Grenzwelle. Danke an den Tom. Eine Empfehlung vielleicht noch. Die Sendung Local Heroes bringt immer wieder österreichische Musik. Und da kann man sich viel, viel anhören, was man vielleicht in die anderen Radiosender in Österreich nicht so hört. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an Radio Grenzwelle. Danke an euch Zuhörer für eure Geduld. Viel, viel Spaß noch im weiteren Leben und bis bald. Macht das gut. Euer Krisi Delelis sagt, pfiat euch. Tschüss. Radio Grenzwelle.